Buh, machen wir anders. Hi, schön, dass du wieder am Start bist und ganz, ganz lieben Dank fürs Einschalten. Ich möchte dir heute eine kleine Geschichte erzählen. Als ich sie das erste Mal gehört habe, hat sie mir sehr, sehr viel mitgegeben für mein Leben. Und da ich mir ziemlich sicher bin, dass noch nicht jeder die Geschichte kennt, möchte ich sie nochmal erzählen, in der Hoffnung, dass du dir für dein Leben einfach ja was mitnehmen kannst. Und ich wünsche dir jetzt schon mal gute Unterhaltung und wie immer viel Spaß mit dem heutigen Video. Die Geschichte spielt in einer sehr ländlichen und abgeschiedenen Region Südeuropas, wo ein kleiner Fischer mit seiner herkömmlichen Angelrute Fische fängt und es so scheint, als ob er einfach der glücklichste Mensch der Welt wäre. Plötzlich nähert sich ein sehr reicher Unternehmer, der in dieser abgeschiedenen Region einen erholsamen Urlaub genießen möchte. Er macht einen Spaziergang und beobachtet den Fischer über mehrere Minuten und schüttelt irgendwann den Kopf, weil er nicht fassen kann, was er dort sieht. Er fragt ihn, warum er denn hier fischt und nicht da draußen auf den felsigen Klippen, wo er doch seine Ausbeute verdoppeln oder verdreifachen könnte. Daraufhin blickt der Fischer verständnislos in das Gesicht des Unternehmers und fragt ganz einfach, wozu? Der Unternehmer antwortet prompt, dass er den zusätzlichen Fisch in der benachbarten Stadt verkaufen könnte und von den Mehreinnahmen sich eine viel bessere Angelausrüstung beschaffen kann, ein Fiberglasnetz, eine bessere Angelroute und einfach viel erfolgreicher sein könnte. Ja, und damit ließe sich die Menge an gefangenem Fisch doch mühelos verdoppeln oder verdreifachen. Der Fischer antwortet verständnislos zurück. Und dann? Der Unternehmer scheint langsam ungeduldig zu werden und antwortet ganz einfach zurück, er könnte sich ein viel größeres Boot kaufen, raus ins tiefe Wasser fahren, die zehnfache Menge an Fisch angeln und ja, am Ende reich und wohlhabend sein. Der Unternehmer, schon total begeistert von seiner Vision, strahlt wie ein Honigkuchenpferd, daraufhin antwortet der Fischer zurück, ja, und was tue ich dann? Der Unternehmer fügt hinzu, dass er irgendwann den gesamten Fischfang an der Küste beherrschen und ganze Fischerflotten für sich arbeiten lassen könnte. Der Fischer antwortet daraufhin ganz trocken zurück, aha. Und was tue ich, wenn sie alle für mich arbeiten? Ja, dann könnte er sich den ganzen Tag auf den flachen Sand legen, die Sonne genießen und angeln. Der Fischer antwortet zurück, ja, es ist ja schön und gut, aber das tue ich doch schon. Ende der Geschichte. Ich hoffe, du konntest dir was für dein Leben mitnehmen. Ja, vielleicht sogar etwas mehr, als du im ersten Augenblick denkst. Wir Menschen haben es leider verlernt, viele Dinge als nicht selbstverständlich anzusehen. Wie zum Beispiel unsere Gesundheit, Freunde oder Familie zu haben. Wie so häufig sind es dann doch die kleinen Dinge im Leben, die das Leben wirklich lebenswert machen. Und kein dickes Bankkonto. Ich wünsche dir einen richtig coolen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.